Einen schönen guten Morgen. Es gibt ein kurzes Morgenbriefing. Ich möchte euch quasi in den aktuellen Stand der Informationen setzen. So, wir hatten natürlich jetzt am Wochenende ein lustiges Wochenende. Das war gar nicht so geplant. Also nochmal kurz zur Erklärung. Wir hatten es ja in den Shorts so gezeigt und auch mit der Live-Übertragung. Also mein Schatz und ich, wir haben einfach gesagt, so, jetzt fahren wir mal kurz Fahrrad. Sind wir Fahrrad gefahren. So, und wir hatten davor ja schon gesehen, bei Einkäufen in unserem örtlichen Netto, dass es einen Zirkus gibt hier in der Nähe. Und da sind wir auch mit dem Fahrrad hingefahren. Und dann haben wir einfach, weil der so niedlich ausgesehen hat, also nicht riesengroß, also nett halt. Und die Dame vom Süßigkeitenstand hat gleich gelächelt. Und von daher haben wir dann gleich so spontan beschlossen gehabt, so, wollen wir ins Kino, wollen wir in den Zirkus gehen? Und da haben wir gesagt, ja, gehen wir in den Zirkus. So, dann sind wir in den Zirkus und da kam mir zu Hause die Idee, naja, da könnte ich doch einfach eigentlich auch so eine Live-Übertragung machen. So, die erste richtige Live-Übertragung, mal abgesehen von unseren Dingern, die wir da im Auto auf der Fahrt von und nach Ungarn schon hatten. Und dann habe ich dort angerufen, diese Ticket-Hotline, und dann war... Später hat sich herausgestellt, das war dann die Chefin des Ganzen. Und die war dermaßen nett und sympathisch. Und so, ja, dann habe ich gesagt, ja, und YouTube-Aufnahme, ja, kein Problem, gerne. Ja, also so richtig unkompliziert und Wahnsinn. So, dann habe ich gesagt, Schatz, cool. Dann habe ich dann, wie gesagt, mein Zeug geschnappt und meinen Schatz geschnappt. Und dann sind wir dahin, haben wir dann die Live-Übertragung gemacht. Okay, und dann kamen wir ein bisschen ins Gespräch mit den sympathischen Jungs und dann haben wir uns dann für den Sonntag verabredet. Dann habe ich gesagt, ja, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht so einen kurzen Rundgang durch den Zirkus und so? Ja klar, kommt her und so. Ja, dann waren wir halt dort, wie verabredet. Eine Stunde vor der Sonntagsvorstellung waren wir dann dort. Also der positive Eindruck von dem Abend hat sich dann wirklich bewahrheitet, weil so unkompliziert und nett und normal halt. Normale, ganz normale Menschen. Also die könntest du auch nach Ungarn verfrachten. Die Ungarn sind genauso sympathisch und so spontan halt. Toll. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, nach einem kurzen Rundgang, auch mit den Tieren und ein paar interessante Informationen gab es dann zu den Tieren. Und dann habe ich schon gut, dann, diesen Rundgang seht ihr übrigens noch heute um 16 Uhr. Und dann hieß es, ja, also wenn ihr wollt, bleibt doch, guckt euch jetzt bei Tageslicht nochmal die Vorstellung an. Ihr müsst nicht bezahlen. Sag ich, ja cool, aber dann mache ich auch wirklich eins. Vor meinem Angebot kam dann, ja, und wenn ihr Popcorn haben wollt oder Süßigkeiten, irgendwas, geht einfach zum Stand. Und oder trinken. Also wir sind richtig als Gäste behandelt worden und eingeladen worden. Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, hey gut, dann mache ich doch eins gerne. Dann schaue ich mir doch die Vorstellung nochmal mit dem Stativ an, weil ich habe ein Stativ dann dabei gehabt. Und dann ist es ein bisschen wackelungsfreier und verwackelungsfreier so. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, gerne. Ein Angebot nehme ich gerne an. Und dann bin ich vorne gewesen und habe gefilmt. Und mein Schatz hat dann hinter den Kulissen gefilmt. Also die ganzen Vorbereitungen, also die Anspannung und so Kleinigkeiten, die sich so klappen, beziehungsweise es gab einige Sachen zum Lachen, speziell im hinter der Kulisse. Das war Wahnsinn. Wahnsinn. Also das schneide ich noch ein bisschen schön zusammen. Und cool, cool. Also genau, am Abend davor haben wir noch angeboten gehabt. Da haben wir gesagt, ja, weil der eine der Junior-Chefs, der hat ja zwei oder drei Wochen vorher bei einer Trapezaufführung ist er gestürzt und hat sich irgendwie den Arm verknackst, angebrochen, keine Ahnung wie, muss er eine Schiene tragen. Und da war mir ja klar, bei einem kleinen Zirkus, der gerade mal 7 Leute umfasst oder 8, dann hilft natürlich jede Hand, dann fehlt natürlich jede Hand beim Abbau des Zelts. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin so unkompliziert. Ich habe gesagt, ja, also wenn ihr wollt, kommen wir gerne am Sonntag auch vorbei und helfen beim Abbau des Zelts. Ja, also ihr werdet uns vielleicht für verrückt erklären. Und das habe ich jetzt nicht für YouTube oder irgendwas gemacht. Nein, das war
einfach spontan. Das hätte ich ja ohne YouTube-Kanal gemacht. Also wenn es eh nicht in der Konstellation gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ja, komm vorbei, helf. Warum nicht? Warum nicht? Ja, also der eine oder andere wird uns belächeln. Ja, aber das ist mir wurscht. Also ich bin in einem gesetzteren Alter, da ist es mir eigentlich egal. Ich muss nicht everybody darling sein, also wirklich nicht. Und nein, da ist man vor allem dann konturlos oder so. Wenn man jedem gefallen möchte, dann gefällt man, glaube ich, am Schluss keinem. Noch nicht mal selbst, einem selbst dann am nächsten Morgen, wenn man sich im Spiegel anguckt und sagt, nein. Also es fehlen halt in Deutschland irgendwie richtige Männer mit Kanten und Ecken und so. Ja, dazu hoffe ich, leicht zählen zu können. Aber was nicht so mannhaft war, ich habe dann beim Abbau des Zeltes, da habe ich gemerkt, da ging es so um Plan, die waren so zusammen. Und dann kommt dann der Clown. Und auch ein super, super sympathischer junger Mann, 17 Jahre alt. Werde ihr alle so die Informationen mitbekommen? Möchte jetzt auf die oder Artistenschule in Berlin. Ich glaube, 3 Monate irgendwie was. Cool. Also der Typ, also jeder Typ da. Also die 2 Mädels waren super. Der Vater war cool. Die Mutter ist toll gewesen. Die hat mich dann noch verarztet, weil ich einen Pflaster brauchte. Okay. wen hatte ich jetzt? Ja, und die 3 Jungs sind super. Also ja, also ihr werdet die alle kennenlernen in den Videos. Wir sind begeistert. Und das hat sich so ganz spontan entwickelt halt. Und wenn jetzt einer fragt, naja, was hat das dann mit Ungarn zu tun? Ja, eigentlich gar nichts. Aber unser Kanal heißt ja, nächster Halt, Freiheit. Und Freiheit ist eigentlich, ja, Zirkusluft schnuppern und so weiter. Das stelle ich eigentlich seit meiner Kindheit stelle ich das eigentlich oder setze ich gleich mit Freiheit. Also wirklich, das ist halt nun mal so. Und wem es gefällt, der soll es angucken. Und wem es nicht gefällt, der soll ausschalten. oder nicht einschalten. Und vor allem die Jungs sind jetzt in Oberndorf. Und also es lohnt sich, es ist niedlich. Also es ist jetzt kein wahnsinnsgroßer, brutaler Zirkus mit Glamour oder irgendwas. Nein, das ist ein richtig sympathischer Familienzirkus. Also, und sowas muss, wie so ein Tante-Emma-Laden oder irgendwie was, so kleine Sachen, niedliche Sachen mit Charme, die sterben ja leider Gottes hier in Deutschland aus. So, also, und wer noch ein bisschen oldschool ist, wie ich, ab in den Zirkus, ab in einen kleinen, schönen Familienzirkus. So, und die ganzen Informationen, also ich bereite es jetzt stückleweit vor. Mein einen negativen Punkt hat es noch. Mein Schatz hat sich heute krank melden müssen, weil gestern ging es gerade noch so, also ging er nicht, also er hat sich mit Schmerzen, wir haben uns irgendwie verhoben, und das wollte ich auch noch sagen, genau, verheben und so, verhoben. Wir konnten uns am Sonntagabend nach dem Abbau bald nicht mehr bewegen. Und dann, wie gesagt, ich habe mich ja, naja, gut, ihr habt das ja mit den Liegestützen gesehen, wie ich da gescheitert bin, aber das nicht Lustige, nein, das Beschämende ist eigentlich, da kommt dieser 17-jährige, coole Zirkusmensch auf mich zu und sagt: Heuer, wenn du willst, hier so eine Plane. Hat mir dann gezeigt, wie man die Plane so gefällt, die Plane richtig schwer, die halt auf den Buckel kriegt und so. Ich habe die Technik nicht drauf gehabt. Also habe ich gesagt, du weißt, dann schnapp das Ding doch einfach und tu es mir auf meinen Buckel. Das hat er dann gemacht. Ich habe mich gefühlt wie so ein Kamel, weil ich habe dann die 20 Meter da bis zur Palette, wo die Planen drauf kamen. Ich habe das Ding. Ihr glaubt es nicht. Und ich stehe auch zu meinen, wie soll ich sagen, zu meinen Fehlern. Und ja, ich habe dieses Ding, also 20 Meter waren es vielleicht, Fußmarsch, da zu dem Ding. So 3 Meter davor, ich konnte nicht mehr. Ich habe das Ding ist runtergerutscht. Und jetzt kommt's. Und ich habe ja, also eigentlich so schwach habe ich mich nicht empfunden. Ja, aber er sagt: Heuer, ich nehme 4 davon. Sag ich: 4? Ich tue so, bei einer einzigen Plane breche ich ja bald schon zusammen. Also, ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich komme, wenn sie hier in der Nähe gastieren, dann werde ich öfters mal in zukünftig dann, solange ich mich dann noch in Deutschland und im Schwarzwald befinde, werde ich dann mal sagen: Jungs, ich komme mal vorbei zum Abbauen des Zirkuszeltes. Aber ich merke es auch jetzt hier beim Handy hochhalten. Tut alles weh. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Verpasst heute, also wem es interessiert, wer neugierig ist, verpasst bitte heute die Premiere nicht von unserem ersten Teil
Blick hinter die Kulissen, Backstage bei Süddeutschlands beliebtestem Familienzirkus. Die sind übrigens auch ausgezeichnet worden für eine hervorragende Tierhaltung. Und das hat man den Tieren angemerkt und angesehen. Und wirklich, die Tiere waren nicht verschüchtert, gar nichts. Gab es noch eine Kleinigkeit, also das muss ich noch erzählen. Nach der Vorstellung am Samstag waren wir dann noch, es war kurz vor 9, der Netto hat ja bis 9 auf, sind wir kurz noch zum Netto, weil so spät waren wir noch nie im Netto-Markt. So, dann sind wir wohl raus aus dem Netto, so vielleicht 3 Minuten vor 9. Da war der Zirkushund davor. Da wurden wir gleich gefragt, weil Petra hat ihn dann gestreichelt. Der coole mit den 2 verschiedenen Farben Augen, der so hoch hüpfen kann. Ich weiß gar nicht, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Hat irgendwas mit Dieter Hallervorden zu tun. Egal, auf jeden Fall, Palim, glaube ich, hieß er, genau. Auf jeden Fall, war da vor der Tür gesessen und dann hat uns jemand ausgefragt, ja, ist nicht Ihr Hund? Da sage ich, nee, aber das ist der Zirkushund. Haben wir den Zirkushund wieder zurückgebracht. So, also auch die Tatsache, dass beispielsweise der Esel darf frei sich bewegen. Der büchst nicht aus, der ist nicht angeleint und auch nicht im Ding, sondern der darf überall hin. Und Petra hat auch gesagt, hinter den Kulissen, das war lustig, während der Aufführung wollte der Esel öfters mal halt dann quasi, oder nee, hat sich dann von hinten dem Ding genähert, aber ist somit nicht durchgegangen. Also cool. Die spontansten Dinge sind meistens im Leben so die schönsten und dazu gehört dieses Wochenende. Und also der kompletten Familie Bügler an dieser Stelle herzlichen Dank. Ihr wart großartig und ich hoffe, wir waren nicht so sehr im Wege beim Abbau, sondern wir haben vielleicht euch 20 oder 30 Minuten Abbauzeit gespart mit unserem Manpower, also Powerchen, mit unserer kleinen, ich sag jetzt mal, ja, mit unserer kleinen Mithilfe. Lange Rede, kurzer Sinn. Euch allen einen schönen, aber wirklich kalten, frostigen Dienstag und 16 Uhr sehen wir uns. Dankeschön in diesem Sinne. Tschüss.